Ja, servus, jetzt bin ich wieder mal unterwegs. Dieses Mal mit meinem Boot. Ich fahre auf der Amper, aber ich bin nicht allein. Mit dabei ist meine liebe Familie, meine zwei Töchter und meine liebe Frau. Die mögen auch mal dabei sein. Ja, wie gesagt, wir fahren die Amper runter und sind gestartet in Allershausen. Und unser Ziel ist so, ja, hinter Zolling, da wo da unser Auto steht, und dann fahren wir wieder ran. Ja, wir sind schon sehr gespannt, was der Tag alles bringt. Wir haben zwei schöne Werde zum Runterfahren. Und die werden bestimmt aufregend, ja. Also, wenn ihr Lust habt, bleibt dabei. Viel Spaß! So, wir sind jetzt bei dem ersten Wehr bei Kirchdorf, bei Kilometer 33. Das haben wir jetzt gerade besichtigt und ja, wir haben beschlossen, dass wir runterfahren, ist eh klar. Wir haben ja so gute Boote. Es sind leichte Zweifel in der Gruppe aufgetreten, aber wir sind ja Profis. Mei, Sophia und ich, ja, wir kennen das schon. Ja, bin ich gespannt, wie es wird und wird schon werden. Rudern! Rudern! Beide rudern, ja! Und los geht's! Also, super, haben wir es gemacht. Ja. Toll. Mit nassen Hintern, aber ja. Das war schon gut. Okay, weiter geht's. Also mein Begleitboot hat leichte Koordinationsprobleme, weil der Steuermann, der hat sich gerade ein Radler aufgemacht und somit ist die Mannschaft völlig aus dem Ruder und kennt sich nicht mehr aus. Ist recht lustig anzuschauen. Aber die haben Spaß. Jetzt fangen sie an zu singen an. Eine lustige Tour. Total entspannt und total easy. Und geht's euch gut? Ja, super! Wie ist die Stimmung? Nur auf dem Wasser! Immer eine Handvoll Wasser unterm Kiel, dann läuft's schon. Läuft's schon, ja. Wir sind jetzt bei dem Wehr, kurz vor Palzing, das ist ein Doppelwehr. Das haben wir jetzt gerade besichtigt. Bevor wir da runterfahren, muss man immer schauen, ja, ob da irgendwas drin liegt. Ja. Aber das ist echt ein harmloses Doppelwehr. Ungefähr 50 Meter dazwischen ist nichts und dann kommt wieder das andere Wehr. Ja, auf alle Fälle fahren wir jetzt da runter und wird bestimmt wieder spannend. Ja. So, wir fahren jetzt dieses, ja, eigentlich harmlose Doppelwehr runter. Wir haben jetzt geplant, dass ich vorausfahre
dass ich die anderen auch mitfilmen kann. Ja, nicht so weit. Okay, gut, jetzt geht los. Woo! Auf geht's! Yeah! Oh, ey, ey, ey! Yeah! Ja, seid so gut. Jetzt links rüber. Geht schon, paddeln! Jetzt vorne haben wir schon Regen hoch, aber es geht. Yeah! Ja, ist nicht ohne. Ist nicht ohne das Ganze. Obwohl das so harmlos ist, aber. Super, hey! Yay! Ja, starke Truppe. So, da vorne kommt jetzt dann die Insel, die Amperinsel. Und ja, da werden wir jetzt dann Mittag machen, werden wir uns was Leckeres kochen. Ich hoffe, dass der Wasserstand niedrig genug ist, dass wir eine schöne Kiesbank haben um die Insel herum, damit wir da schön anlanden können. Ja. Aber ich denke, das passt schon. Jetzt sind wir an der Insel angelangt. Der Wasserstand ist jetzt zu hoch, um irgendwie eine Kiesbank rundherum zu bilden. Aber jetzt schauen wir, ob wir da irgendwie da reifen können. Ist hier so ein Haufenbecken. Ah ja, da hinten ist eine Kiesbank. Ah, super. Okay, perfekt. Hey, das ist wie so ein Piratennest. Da. Schauen wir, ob man das erkennen kann. Da hinten. Voll cool. Richtig versteckte Bucht. Mit der Kiesbank, perfekt. Wir sind da. So, wir sind jetzt hier auf der Insel gelandet. Feuer brennt auch schon. Wir machen schon die ersten Vorbereitungen fürs Kochen. Und uns geht es sau gut und ist ein richtig schöner Platz da. Und wir genießen das total. Ja. So, jetzt haben wir ein schönes Barbecue gemacht auf der Insel.
Und jetzt rammen wir schon wieder zusammen und fahren weiter, weil wir müssen noch eine kleine Strecke machen und das sollte heute nicht zu spät werden. Ja, das ist auf der Insel ist wieder super schön gewesen und es ist einfach irre, die Insel mit dem ganzen Holz und so. Und zum Feiermachen ist Holz ohne Ende da, ja. Ist echt toll, ja. Ja, okay, wir machen jetzt wieder von Acker und weiter geht's. Okay. Ja, ich bin soweit. Ja. On the road again. Okay. Weiter geht's. So, wir sind jetzt am Wehr von Zolling angekommen. Da müssen wir jetzt umdrehen. Das ist ein bisschen weit umdrehen, ja. Aber wir haben einen Bootswagen dabei, somit dürfte das kein Problem sein. Ich denke, dass es schon 300 Meter sind. Ja. So, here we are. Also das Hindernis ist gut überwunden. Weiter geht's. Steck fest! Ja, scheiße! Super! Ja, das war wieder mal ein knappes Wehr. Viel Sonne drin, wenig Wasser. Aber wir haben es geschafft. Und weiter geht's. War schon knapp, ja? Hat man schon gesehen. Also das ist halt nur passiert, dass man stecken bleibt, ja, ja. Nicht, dass man so naiv entwellen, sondern dass man direkt aufhockt. Wie ihr seht, hat es mal wieder ganz geplant funktioniert. Genau.
war sie. Das schaut so streng. Blöd aussteigen da, gell? Ja, ist echt blöd. Gut. Gut. Okay, also noch. Gut, Mama. Ja, super. Super, sehr gut. Geile Kanutour. Ja, wie ihr seht, sind wir angekommen an unserem Ziel. Ja, hat uns recht Spaß gemacht und ja, wir sind schon ein bisschen entkräftet von lauter Rudern und so. Ja. Im Kreis rudern, ja. Jetzt sind wir froh, dass wir da sind und haben eine schöne Zeit gehabt. Also dann, macht's das gut. Servus. Ciao. Geht schon, wandeln. Also, super haben wir's gemacht. Ja. Toll. Also mein Begleitboot hat leichte Koordinationsprobleme, weil der Steuermann, der hat sich gerade ein Radl aufgemacht und somit ist die Mannschaft völlig aus dem Ruder. Yeah! Super, hey! Yay! So, wir sind jetzt bei dem Bär bei Holzing. Nein, ich tue so filmen! Also,